Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 3 mit eurem Spooky 5, ihr geilen Keulenschwinger und Schmetterlingsschnittliebhaber bei Schnitzelprüglern, oh, was weiß ich, irgend so ein Scheiß eben. Schlagt das Schnitzelblatt, dass es besser mundet. Und jetzt, ja, gehen wir damit weiter über unseren Shortcut, den wir gerade freigelegt haben. Also den Aufzug-Shortcut. Hier. Also gerade in der letzten Folge kommen wir oben wieder zum Boss, ins Bossgebiet. Hier kann man nicht irgendwo abspringen zwischendurch. Nee, ne? Anscheinend nicht. Okay. Das ist gut. Keine weiteren Wege. Aber bevor wir zum Boss gehen, holen wir natürlich noch das Loot, das wir gesehen haben. Weil wir wollen ja alles mitkrallen, was geht. Und ja, hier laufen wir direkt über den Fahrstuhl, dass der wieder unten ist. Dann können wir nämlich direkt wieder hochfahren, müssen nicht warten, bis er wieder kommt. Und wo war das Loot jetzt? Einmal war hier was, ne? Das war, glaube ich, das, was wir gesehen haben. Und wo das andere ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Wo man zu dem zweiten Drachentypi da kommt. Ich hoffe, wir überleben den Sprung hier. Oh, ganz langsam. Langsam, langsam, langsam. Ja. Wow. 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 Uhu. Okay. Ziehen wir direkt nochmal einen Estus. Und gucken, ob sich der Sprung hier gelohnt hat. Ja, nachdem wir noch einen Sprung machen. Nämlich dieses Item. Die Kaita-Glocke. Also etwas zum Wunder wirken. Okay, das gucken wir uns direkt mal an. Wir haben ja unseren heiligen Talisman hier, der mit S auf Wille skaliert. Was ist die Kaita-Glocke? Hier. Ah, die, mit der kann man auch ein bisschen mit Intelligenz machen. Buff-Zauber 85 ist auch. Ja, hier haben wir den besten Buff-Zauber bis jetzt. Und uns kommt es ja nur auf die Buffs an. Wir wollen ja keine Wunder wirken, wir wollen ja nur die Waffe buffen. Mit dem Sonnenlichtschwert und etc. Ja. Genau so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, haut doch ab. Lasst mich alle in Ruhe. Oh Mann, da sind ja auch noch. Wow, wow, wow. Deutlich zu viel Trouble. Yay. Troublemaker. Alter. Jetzt weiß ich auch, dass ich, ja, tot bin. Na, toll. Na, toll. Scheiße. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ah, hier das Knochenradschild im Ladebildschirm. Das kann man sicher farmen in den Katakomben bei den Rädern. Da gibt es ein Bild dazu mit drei Knochen, mit zwei Knochenradschildern. PvP-Bild. Habe ich ein paar geile Videos gesehen. Das sieht interessant aus. Ja, da kämpfst du eigentlich nur mit Schilden. Auch mal was Neues. So, von hier gehen wir dann nochmal an das andere Leuchtfeuer. Wo war es denn jetzt? Da hinten, ne? Drachenhort. Dass wir schnell unsere Seelen dort einsammeln können. Und dann flitzen wir eben hoch zum Boss. Wir müssen nämlich nicht unbedingt an dem Ding vorbei. Über den Fahrstuhl hoch. Wir können auch vorbei rennen. Rennen, ausweichen, jumpen. Ja. Das Übliche eben, wie man es kennt. Aber zunächst holen wir unsere Seelen zurück. Immer diese geile Ladebildschirme. Da könnte man ein Special machen. Geschichten aus dem Ladebildschirm oder so. Wenn man nicht weiß, was man erzählen soll und irgendein Müll labert. Ist auch schon das Öfteren gewesen. La 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 la. Aber eins kann ich euch sagen. Wir erreichen demnächst die Stelle. Gut, die ich erwähnt habe, den Farmspot, den besonderen, den besten im Spiel meiner Meinung nach immer noch, und ich bin jetzt fast durch mit meinem Profil, also ich habe immer noch keinen besseren entdeckt, und deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist wahrscheinlich der beste. Oh Mann, der trifft trotzdem, dieser Hackenfritz! Mann! Was ist jetzt los? Ist hier irgendwas gestorben? So, Hackenfritz. Vorbeigefritzt. Tschüss. Jetzt könnten wir nochmal ans Leuchtfeuer gehen.
Machen wir auch. Einfach nur, damit wir mit vollen Estus dort hochkommen. Ich habe keinen Bock, dass es nachher einen Estus fehlt und wir deswegen krepieren beim Boss. Sowas finde ich immer behindert. Dann regst du dich nur auf, kämpfst du wie ein Gott und dann verlierst du, weil dein Estus fehlt. Mal können's kurz gucken. Kathedralen-Großschild. So, das macht Blitzabsorb 54. Das ist nicht gerade toll. Das hier hat Blitz 54. Ja, toll. 52. Es wird immer besser. Haben wir kein Großschild, das gegen Blitze geeignet ist. Denn der nächste Boss wird mit Blitzmagie hantieren. Ja, hier hätten wir noch eins. Das ist aber kein Großschild. Das wäre aber schon gut. Ja, das Schild des Lothric-Ritters. Vielleicht sollten wir es dann ohne Dings probieren. Oder das hier. 83%. Tja. Ich kämpfe eigentlich lieber mit meinem Großschild. Aber in diesem Falle greifen wir mal auf das Schild des Lothric-Ritters zurück und probieren es. Ziehen uns eine andere Rüstung an. Mal gucken, ob wir da auch noch irgendwas haben, was uns blitzmäßig absorbiert und die Balance erhöht. Das ist ja auch noch nicht schlecht. Immer schön Blitz im Auge behalten. Was haben wir hier denn überhaupt für einen Blitzabsorb? 3,5. Ja, der ist höher. Ja, das sieht man eigentlich auch auf einen Blick, was höher ist. Der hier ist in allem höher, auch in physischem Schaden. Ziehen wir den schon auf jeden Fall mal an und vergleichen dann den Rest wieder hier mit. Der ist auch nice. Silberritterhelm. Oh, der hier. Naja, der ist ein Blitz, aber nicht ganz so gut, aber. Oh, ja, der hat insgesamt sehr schöne Werte. Hauen wir uns den mal an. Oh, der ist ein Blitz, geil. Und in allem besser eigentlich geeignet, okay. Dadurch, dass wir das Großschild jetzt nicht anhaben, haben wir natürlich hier eine bessere Möglichkeit, andere Sachen anzusehen, anzuziehen. Jetzt wird es aber auch schon eng. Oh, hier in allem besser, aber der ist zu groß. Also der zu schwer. Der ist in den wichtigsten Werten besser, ist aber auch zu schwer. Okay, dann belassen wir es dabei. Und gucken mal noch, was wir an der Hose haben, ob wir da noch irgendwas Interessantes haben. Ich muss jetzt oben erstmal gucken, ob überhaupt die Belastung legitim bleibt. Das hier wäre eine, ja, Blitz und physisch besser. Okay. Schattengamaschen ziehen wir es mal an. Stiefel des untoten Zauberers ist nur im Blitz besser. Können wir aber so lassen. Hose eines Deserteurs ist, ja. Die ist richtig gut. Die ist genau das, was wir brauchen hierfür. Und wir sind, glaube ich, kurz davor, eine Fettrolle zu machen. Ja, wirklich 0,2%. Also haben wir uns wunderbar eingekleidet. Und jetzt probieren wir das Ganze doch mal. Gehen wir auf zum Boss, liebe Freunde. La 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 la. Und der Weg wird kein leichter sein. Und der Weg wird stufig und Ligier. Prekär. Verkehr. Gegenverkehr. Geisterfahrer. Nee, okay. Lassen wir den Scheiß. Und sagen, es ist Boss-Time, liebe Freunde, in Dark Souls 3. Und wir ziehen gegen die Drachentöter-Rüstung. Oh, die uns direkt mal freudig begrüßt. So, 207 Damage machen wir mit dem Treffer. Nice. Oh, da holt das Ding in beide Hände, oder was? Ja, das ist schöner Damage, den wir machen. So. Ich glaube, es wird Zeit, ein Wunder auf die Waffe zu schmieren. Oh, Mann. Ja.
Cool, heilen. Alter, ich hasse seinen Schildangriff. Wie immer. Nichts Neues in diesem Gebiet. Ja gut, der Blitz, das Wunder, das brauchen wir eigentlich gar nicht drauf zu schmieren, das bringt uns nicht viel. Alter! Komm, lass mich jetzt einmal heilen und von vorne her beginnen. So, jetzt haben wir einen schönen Damage ausgeteilt. Jetzt wird er sauer. Wow! Immer schön draufhauen. Und aufpassen, der Drache dort hinten, der mischt sich auch noch in den Kampf ein. Er lässt seine geliebte Rüstung nicht alleine. Boah, hat... Nee! Nee! Alter, wir haben so gut gekämpft. Und der fegt uns hier einfach den Berg runter. Alter, das habe ich noch nicht erlebt. Nee, das ist mal jetzt echt neu. Alter. Wie krass. Scheiße, ey. Den Block so schön gehalten und dann einfach runtergefegt worden. Das ist doch kacke. Ist das so ärgerlich? Mann. Leute. Aber wir können uns die Verzauberung aufs Schild sparen. Zumindest mal Blitz. Warte mal, wir können ja noch was anderes drauf machen. Ausdauer können wir auch hier wegmachen. Brauchen wir nicht. Dunkel oder Feuer? Ne, Blutung ist das. Magie? Probieren wir doch mal Magie. Mal gucken, was das ausmacht. Weil, ja, wenn's 40 Schaden mehr ist und so, dann ist es halt geil. Aber wenn wir so wenig Schaden wie hier mehr machen, anstatt 205, 222, ja, das bringt auf nicht wirklich viel. Da kann man dann auch sparen. Die Gefahr dann beim Wunderwirken getroffen zu werden. Natürlich muss ich die ganzen Resistenzen und Schwächen der Gegner noch rausfinden. Das weiß ich nämlich alles noch nicht. Da habe ich noch nicht so rumexperimentiert. Ich bin einfach froh, wenn ich sie weghaue. Ja. Komm, machen wir es direkt drauf. Ich finde es immer so geil, wie die Waffen dann leuchten und so. Das gefällt mir einfach richtig gut. Oh, 225 ist auch nicht wirklich besser. Meine Seelen zurück zuerst. Gucken wir bei ihnen jetzt. Alter! Ja, zumindest machen wir mal ganz gut Damage momentan. Also konnten schon ein paar Mal angreifen. Weil das ist nämlich auch nicht so leicht gegen den. Der gibt ja auch nicht die Ruhe unbedingt, um anzugreifen. Ah! Und so ein Schildtreffer, der zieht die ganze Ausdauerleiste runter. Das nervt. Da haben wir aber mal eine schöne Marke hinterlassen. Mit 828 Schadenspunkten. Natürlich summiert durch 4 Treffer. Aber wir haben sie gemacht, ne? Scheiße. Gleich kommt der Unrage. Ah ja, der Gegner. Ja, der Drache kommt auch schon zu Wort. Meldet sich auch schon zu Wort. Das ist nämlich das, was ich meine. Nervig. Oh, jetzt müssen wir wirklich immer einen Punkt suchen, wo wir angreifen können. So, komm, heilen nochmal. Immer schön voll bleiben. Wir haben ja genug. Erstes. Ah, verdammt. Ich hasse seinen Drachenkollegen, ey. Oh, gerade hatten wir echt Lack.
wieder ein 800er Damage rausgehauen, weil er zweimal vorbeigeschlagen hat. Jawohl! Da ist er! Brace das an, liebe Freunde! Akro! Ich hab's auf die Akro-Art gemacht. Seele der Drachentöter-Rüstung und damit haben wir einen weiteren Boss gelegt, der auch eine Trophy gibt. Und es ist kein optionaler Boss, es ist einer, den wir machen müssen. Und das ging diesmal recht deutlich einfach. Also ich hatte da weitaus mehr Probleme. Ja, gut, ich wusste nicht, ich kenne jetzt sein Verhaltensmuster. Wir machen ganz guten Schaden mit unserer Waffe. Das ist richtig geil. Und jetzt müssen wir eben gucken, dass wir irgendwie nochmal unser Rüstung so hinkriegen, dass wir wieder unser Schild tragen können. Welches waren das überhaupt? Was ist das hier? Das wiegt 15 und das hier wiegt 15,5. Ich weiß nicht genau, welches war. Hat ein 71er Balance, 64er Balance. Kathedralen Großritterschild haben wir auf plus 4. Großschild des Lodric Ritters. Ich glaube, das hatten wir, ne? Das müssen wir anziehen. Und dann, gucken wir mal hier, was der Helm ausmacht. Ja, da, allein der Helm, der ist so schwer. Da kommen wir wieder hin in etwa. Irgendeine Hose anziehen, den Rest lassen wir an. Ne, eine Hose hatten wir schon, eine recht leichte an, oder was? Reicht nicht. Ne. Dann müssen wir die Blechstulpen austauschen. Weil die sind, glaube ich, auch ziemlich schwer. Alter. Ja, genau 70%. Schattenstulpen. 69,4 hätten wir hier mit den Hofzauberer-Handschuhen. Altertümliche Handschuhe, die sind doch ganz cool, oder? Aber die hier sind besser vom Wert. Schwere Entscheidung jetzt. Sehen wir die altertümliche Handschuhe mal an. Ich glaube, es reicht noch. Ja, genau. Gut, und ja, hier ist es. Neue Gebiet, glaube ich mal. Sieht mal so aus. Ja, weil ich laufe hier gerne in die falsche Richtung. Aber jetzt sind wir richtig. Und da können wir hier noch rum. Und gucken, was es hier noch zu finden gibt. Loot. Titanitbrocken. Nochmal. Yay. Yeah. Und mit 127.000 Seelen durch die Gegend zu stolzieren, das, ja, das kribbelt immer so ein bisschen. Zu diesem Zeitpunkt, später ist es ja normal, weil man dann mit 127.000 Seelen kaum was anfangen kann. Aber gerade jetzt ist das noch ein bisschen... Es gibt uns fast drei Level, oder könnte uns... Ja, vielleicht drei geben. Und die würde man natürlich ungern verschenken. Aber ich glaube, es passiert soweit auch nichts bis zum nächsten Leuchtfeuer. Ah, da ist nämlich schon das nächste Leuchtfeuer. Ich überlege gerade, wie ich an diesen zweiten komischen Kribbel rangekommen bin. Und jetzt kommen wir nämlich auch in das Gebiet. Der beste Farmsword im Spiel. Also meiner Meinung. Zumindest bis jetzt. Schlüssel des großen Archivs und Gotthard Doppelschwert haben wir gefunden. So, Schlüssel des großen Archivs können wir direkt hier benutzen. Und damit legen wir die beste Farmroute im Game frei. Allerdings müssen wir da noch ein bisschen, ja, hier uns zunächst um andere Probleme kümmern. Den probieren wir jetzt mal direkt wegzuhauen. Weil nämlich hier noch Gegner sind, also Unique-Gegner quasi. Die aber nur einmal vorkommen, bis man sie besiegt hat. Ach komm, wir laufen jetzt einfach nochmal durch. Mit 127.000 Seelen. Weil, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. So. Du bist Geschichte. Jawohl, kristallener Edelstein und alles. Sehr herrlich. Ja, ich möchte das Gebiet jetzt auch nicht direkt links machen. Wir gucken uns einfach nur noch kurz um, machen noch ein paar Sachen, die ich versuche jetzt auch direkt zu bekommen. Jetzt haben wir hier noch eine Überraschung. Wollte er machen, aber hat nicht so geklappt, ne? Habe ihn nämlich gesehen. Oh, ja, genau. Seele eines entmutigten Ritters. Genau die wollte ich haben. Und hier können wir noch ein paar Bücherregale verschieben später. Was uns nochmal neue Items... nochmal Titanitbrocken. Wow! Ah, er hat erst mit dem zweiten Schlag Damage gemacht. Sehr schön. Schön bei voller Energie bleiben. Die hier sind cool. Das sind nämlich diese Gegner, die sich zum Farmen einfach herrlich eignen, weil sie verdammt viele Seelen geben.
Und wenn man dann noch die Ringe anhat, den Ring und das Schild, dann kriegst du hier so brutal Seelen zusammen. In kurzer Zeit, ihr seht schon, 1500 gibt der kleine hier, der hier, und die großen 2700 ohne Ringe und alles. Und da sind so viele von denen und die sind so schnell zu besiegen. Da kannst du immer durchsprinten und alles holen. Und dann holen wir alles mit. Und hier haben wir nochmal eine Titanit-Schuppe. Und das ist natürlich richtig nice. So, und jetzt gibt es hier noch einen kleinen Trick. Oder was heißt Trick? Ah ja, genau hier haben wir nämlich noch ein Ding, das wir nicht verschieben. Das wir mit dem Schalter, glaube ich, verschieben müssen. Das ist einfach fast schon notwendig, das zu tun, hier den Kopf ins Wachs reinzutunken. Und da oben ist der Pennercaster. Den würde ich gerne noch die Folge wegkriegen. Dann kann ich die nächste Folge vielleicht die Farmrude hier mal zeigen. Obwohl, ich weiß nicht, ob das klappt. So, warum wir den Kopf jetzt hier eingetunkt haben, ist einfach, hier kommen so Geisterhände, die machen uns jetzt nichts mehr. Die können uns jetzt nichts mehr machen. Und hier ist noch ein Hebel. Ansonsten können die uns richtig gewaltig auf den Sack gehen. Jetzt müsste hier, ja genau, hier geht das Bücherregal durch den Hebel runter. Und da kommen wir wieder an Loot. Ist das eine Mimik? Nein, das ist es nicht. Okay. Schwarzes Haar der Hexe. Ist, glaube ich, eine Waffe. Und innere Kraft haben wir hier. Hier haben wir innere Kraft, die Pyromantie. Ich würde mal gerne wissen, wo es die Pyrohand gibt, dass man die Pyromantien wirken kann. Der Lizard ist, glaube ich, davon gelaufen, ne? Schade. Aber da haben wir noch was. Hey, hier ist er. Ah, komm. Hier geblieben. Ja, schön. Nochmal Funkeltitanit, zweimal. Gehen wir nochmal hier hoch. Holen natürlich den hier mit. Auch nochmal für ein paar Seelen. Nochmal Titanitschuppe. Oh, Leichnam plündern. Kerzenhalter des Gelehrten. Okay. Und da ist der nächste. Und ihr seht schon, worauf ich hinaus will mit dem Farmen. Also, wie viele hier von denen da sind. Das ist unglaublich. Das waren noch längst nicht alle. Nochmal Titanitbrocken. Sehr geil. Und jetzt müsste hier eine Leiter sein, die man runterkicken kann. Ne, ja, doch. Genau, dann kommen wir nochmal runter. Ah, komm, Lizard. Bleib hier, bleib bei mir. Jawohl, sehr schön. Uah, Caster Penner, ey. Oh, irgendwo war hier doch noch ein Hebel. Oder war das weiter oben? Kann auch sein. Oder hier ist noch ein Hebel, den wir noch betätigen können. Und dann wieder, hier hinten seht ihr, das Regal geht runter. Und das ist genau dort unten, wo wir hin wollten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier hochzugehen. Ich glaube, das nutzen wir auch alles mal noch. Wir probieren es noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Hauen hier den Caster weg. Und hier kommen seine zwei Freunde. Schnell wegmachen den. Heilen und hier runter. Oh, Item. Titanitschuppe. Huhu, ja. Hat ja gut geklappt. Boah. Leck mich doch. Nochmal hochheilen, dass wir hier komplette Gesundheit haben. Dass das Ganze schön bleibt. Ich kenne mich in dem Gebiet ein bisschen aus, deswegen kann ich das riskieren. Ach, da ist er nochmal. Der Penner. Obwohl der da ist, ne? Der nervt nämlich. Wenn der nicht da wäre, wäre alles cool. Und den versuchen wir jetzt auch wirklich wegzumachen, dann gleich. Und das sieht ja schon gut aus. Den haben wir bald aus dem Weg. Ja, da oben ist nämlich auch noch so ein Caster-Depp. Was ist denn eigentlich? Ah, hier kommt man auch hoch. Ach, jetzt castet der von dort. Ja, genau. Stimmt. Dort müssen wir jetzt schnell hin und ihnen den Rest geben. Hier den wegholen. Heilen. Dort oben den Brandbomben-Johnny wegmachen. Oh. Siehst du, das meine ich nämlich. Dieser Caster-Penner, ey. Der nervt. Wenn der nicht da wäre, wäre das alles so simpel. Mann! Geh mir nicht auf den Sack! Du Pimmel!
benetzt. Boah, ey. Alter, ich krieg gleich die Krise. Jetzt ist nämlich hier nochmal so ein Depp, aber hier, jetzt haben wir keinen Wachs mehr. Das ist nicht so cool, gegen den zu kämpfen jetzt. Holen wir noch das Item. Boah, Titanitschuppe. Jetzt kann ich nicht rollen, weil er mich so unendlich schwer gemacht hat mit seinem Zauber. Boah, gut. Da ist er weg. Wenigstens etwas. Ey, ist das ja hier stressig und anstrengend, Leute. Glaubt mir keiner. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Das machen wir auch zunächst. Dass wir hier wirklich mal soweit alles freigeräumt haben. Holen hier das Item. Beistellen, okay. Aber hier ist, glaube ich, noch ein Hebel oder sowas. Oder eine Tür. Wo führt denn die hin? Ach, okay. Nee, da will ich jetzt nicht unbedingt... Ach, cool, da ist er ja. Machen wir ihn jetzt platt. Dann haben wir ihn endlich los. Jawohl, dankeschön. Was für ein glücklicher Zufall. Kristallschriftrolle bekommen wir von dem. Okay, das ist für den anderen Caster. Und hier ist noch ein Hebel. Und der führt uns hier hin. Und da kriegen wir nochmal den Ring des Gelehrten, der uns in der Intelligenz erhöht. Und nochmal einen Titanitbrocken. Und nochmal einen Gegner. Oh, Mann. Ja, man kann auch daneben hauen. Echt wahr. Oh, da sind noch. Da sind noch zwei. Wo kamen die denn her? Okay, egal. Spielt keine Rolle. Jetzt haben wir mehrere Wege, die interessant wären. Einmal könnten wir hier... Nee, von hier aus nicht runterspringen. Das machen wir auch später. Wir gehen jetzt einfach nochmal runter und gehen nochmal in den Raum, wo dieser erste Wachs war. Und von dort kriegen wir nämlich noch was. Und dieser Zauberer kommt auch nicht mehr. Also der ist weg. Und das ist gut. Da können wir in der nächsten Runde einen Farmspot erklären. Denke ich mal, dass wir das so machen können. Ja, muss ich gucken. Denn hier kann man noch ein paar Aufzüge und so freischalten. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht zunächst zum Farmen. Das geht so. Aber jetzt haben wir hier ein interessantes Regal, hatten wir eben mit dem zweiten Hebel verrückt. Wo war das? Hier. Oder? Ja, genau hier. Denn jetzt finden wir hier nämlich noch was ganz, ganz Tolles. In der Kiste. Nämlich die Titanit-Scholle, Leute. Und damit würde ich sagen, können wir in der nächsten Folge hingehen und unsere Keule komplett aufrüsten. Yeah. Und das heißt, wir reisen jetzt in den Feuerbandschrein oder ich mache das mit den Heimkehrknochen und ja, die rüste ich mal gerade aus. Wo ist es hier? Bup, bup, bup. Heimkehrknochen, wo bist du? Da. Und rüsten dann, bereiten uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen vor. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer SpookyVF mit Dark Souls 3. Bis dahin. Bye, bye, bye.